Hallo und Glück auf zum Legendentalk. Leider wieder nach einer Niederlage der FC Schalke 04 in Magdeburg mit 3:0. Ja, sagen wir schon, können wir ehrlich sagen, untergegangen. Und auch heute müssen wir darüber sprechen. Heute zu Gast Bodo Menze, der Vater der Knappenschmiede, darf man ruhig so sagen. Hallo und Glück auf. Glück auf. Und natürlich Rüdiger Abramczyk. Klaus ist im Urlaub? Oder? Nee, Klaus ist in Zwiesel, er musste da privat nach Zwiesel und kommt jetzt am Dienstag wieder. Gut. Deswegen. Ja, 3:0 hat der FC Schalke 04 in Magdeburg verloren. Die Auswärtsschwäche ist bekannt. Viele hätten damit gerechnet, dass vielleicht jetzt eine kleine Wende nach Wiesbaden, nach dem Sieg. Aber leider, nein, es ist noch schlimmer gekommen als befürchtet. Ich würde gerne mal eure Einschätzung wenigstens zur ersten Halbzeit einmal hören. Darf ich beginnen? Ja, klar, Bodo, mit immer. Der zweiten Halbzeit, mit der zweiten Halbzeit. Weil über die will ich eigentlich gar nicht reden, denn die ist im Grunde genommen für das Spiel irrelevant. Die hat weder ein Tor gebracht für uns, noch hat die einen Punkt gebracht für uns. Überhaupt nicht zu vergleichen von der, sagen wir mal, von der Ausbeute mit dem 4-4 gegen Dortmund damals, was wir gedreht haben noch. Aber die Vielzahl der Chancen, die da war, wenn die nicht in Tore umgemünzt werden, ja, dann brauchen wir nicht mehr über diese Halbzeit zu reden. Denn das Spiel ist im Grunde genommen in der ersten Halbzeit verloren gegangen. Und diese erste Halbzeit, die hat so viele Schwächen gezeigt, wie ich es wirklich in dieser Fülle selten gesehen habe. Tja, schön, dass er war. Also die zweite Halbzeit, Bodo, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da gebe ich dir sogar vielleicht ein bisschen recht, aber ich fange mal anders an. Wir haben also mit der Traditionsmannschaft auch in Magdeburg gespielt, sind also 6 Stunden mit dem Bus gefahren, genauso wie unsere Schalker Jungs alle oder der eine oder andere ist mit dem Zug gefahren und wir haben auch gewonnen. 5-4 nur, wir waren 5-2 am Führen und dann hat sich da so ein bisschen sowas eingeschlichen, dass die Magdeburger so ein bisschen Gas gegeben haben. Und dann habe ich natürlich die Jungs, die ich vorher wieder runtergeholt habe, mit Olaf Thom, Martin Marx, Edelmann und so, die wollte ich da ein bisschen schonen, dann wollten wir so ein bisschen ein paar Jüngere noch reinbringen, aber die haben dann irgendwie nicht so funktioniert. Dann habe ich unseren alten Block wieder reingepackt, habe gesagt, Olaf, los, komm, jetzt pack mal hier an, dass wir das Ding hier gewinnen. Wir fahren ja nicht umsonst 6 Stunden. Ja, also wenn, dann will ich auch hier gewinnen. Und wir haben auch gewonnen und sind dann also auch mit den Magdeburgern zusammen. Wir haben eine tolle Organisation gemacht, auch früher von ehemaligen Spielern, wo wir noch im UEFA Cup gegengespielt haben. Die waren also auch dabei und war eine tolle Veranstaltung. Ja, und dann saß ich oben im Stadion und dann musste ich mir nach 5 Minuten, habe ich mir schon die Augen gerieben. Nach 5 Minuten habe ich gedacht, hallo, was ist denn da los? Ja, und ich bin nicht der Meinung wie Wilmots. Ich will gar nicht, ob Wilmots, seine Kommentare sind mal so, aber ich will meine eigenen Kommentare dazu geben. Und wenn er, oder sagen wir mal so, wenn Wilmots sagt, man kann erst in der Halbzeit vielleicht wechseln, da bin ich leider nicht seiner Meinung. Also wenn ich diesen auf der linken Seite diesen Ito sehe, das ist ein super Spieler und der Brunner, der hat den nach 5 Minuten, ich glaube, 4-mal eingedreht. Dann stelle ich mir als Trainer doch mal die Frage, der passt doch gar nicht zu dem. Da muss ich mal ganz schnell was wechseln. Artig ist einer gewesen, der läuft da rum. Dann muss ich doch mal den Blendi nehmen und sagen, komm mal her, weil der lief auch nur kreuz und quer, der wusste gar nicht, welche Aufgabe der hat. Dann gehe ich doch mal hin als Trainer und sage, hör mal zu, du verhaftest den. Du bleibst 3 Zentimeter neben dem stehen. Und dann zerstörst du den. Und auf der anderen Seite, so schnell wie möglich, wechsel ich. Aber so schnell kannst du dir gar nicht gucken. Weil der Brunner, der kam überhaupt nicht klar gegen den. Das muss ich doch überhaupt als Trainer sehen. Und wenn ich als Wermut sage, tut mir leid, wenn ich als Wermut sage, ja, dann wechsle ich in der Halbzeit. Spätestens in der Halbzeit kann ich wechseln. Nee. Da stand schon 3-0. Was will ich denn dann noch wechseln?
ich nicht doch sehe nach 10 Minuten, der passt nicht gegen den, dann muss ich einen anderen Jungen dahinstellen und muss wechseln. Marciani, dann soll ich sagen, hör mal, pass mal auf, fress den auf, lauf nicht nach hinten oder lauf nicht nach vorne, bleib bei dem dran, zerstör den. Und den anderen sage ich das auch. Wir haben doch früher selber Fußball gespielt, Bodo. Das ist es doch. Wenn du einen hattest, der dir pausenlos im Nacken hang, dann hat dich aufgeregt. Ja, du hast gedacht, scheiße, was ist los? Ich muss irgendwas machen. Aber wenn du solche geilen Fußballer wie die beiden da laufen lässt und nichts machst, und die haben ja noch zwei, drei andere gehabt, die auch noch kicken können, aber du musst mindestens einen, den Kopf, den musst du köpfen. Den musst du sagen, den muss ich verhaften. Ja, und das ist nicht gemacht worden. Und deswegen haben wir auch in der ersten Halbzeit, wir haben natürlich auch taktisch uns ganz falsch verhalten. Wir sind natürlich, und das ist ja das, was ich seit Monaten hier sage, spielst du mit einer Dreierkette, musst du die Außen super zumachen. Das ist überhaupt nicht gewesen. Gar nicht. Jeder Ball kam über Außen durch. Die haben sich die Innen, die sind Außen, sind nach innen gelaufen, überlaufen, zack. Also es ist keine Absprache gewesen. Aber die Geschichte beobachten wir ja jetzt seit langer Zeit, wie du sagst, richtigerweise. Irgendwo stellt man fest, dass auf dem Platz keine Ordnung ist, dass keine Bewegung ist, dass Spiel ohne Ball mangelhaft ist, dass der Grundsatz, dass derjenige, der sich freilaufen muss, bestimmt, wohin der Ball gespielt wird, völlig vernachlässigt wird. Und dass im Abwehrverhalten die Leute einfach nicht dicht genug drauf sind, nicht aggressiv genug drauf sind. Und insgesamt gesehen sind wir hier wieder beim Kopf, sind wir wieder bei der Psychologie, sind wir wieder beim mangelnden Selbstbewusstsein, beim mangelnden Selbstvertrauen. Und die Kette können wir weiterführen und kommen zum Schluss dazu, dass wir keine Führung haben. Wir haben keine Führungsspieler auf dem Platz, wir haben keine Führung der Truppe, die sagt, wo lang geht. Aber man hat ja das Interview gesehen von Paul Seguin. Ja, wir reden gar nicht miteinander. Was reden wir denn seit Wochen? Klaus Fischer saß hier, sagt, setzt euch zusammen, redet mal Klartext. Scheinbar haben die das gar nicht gemacht. Scheinbar interessiert das im Verein keiner. Dass, wenn ich doch Trainer bin und ich sehe, das läuft irgendwie alles falsch, dann sage ich doch mal, hör mal, Jungs, ich bin nicht dabei, auch kein Wirmuth ist dabei, keiner von denen dabei. Setzt euch zusammen und sprecht mal. Aber scheinbar, seit Monaten erzählen wir das, seit Monaten habe ich gesagt, passt auf, ihr müsst da unten rauskommen, so schnell wie möglich. Jetzt hast du St. Pauli, Paderborn, Hertha. Wenn du von den drei Spielen nichts holst, Jungs, dann brennt der Baum aber richtig. Aber richtig. Und die haben ja kein Selbstvertrauen mehr. Wie du siehst, lass mal die zweite Halbzeit weg. Da hat ja Magdeburg gar nichts mehr gemacht. Aber die erste Halbzeit, wenn ich doch sehe, ein Torwart, der steht ja fast an der Mittellinie. Also sind wir doch alle hinten, weil keiner den Torwart angegriffen hat. Dann frage ich mich nur, ja hallo, wenn doch alle hinten sind, wieso passen denn ja immer wieder Räume hinterm Rücken gelaufen bei dem zweiten, das dritte Tor, ja, wo der Brunner guckt dahin, der läuft in den Rücken rein, der Kallas kommt raus, auch noch so wild, und der haut ihn rein. Ja, aber Bodo, wenn doch alle hinten sind, ich bitte dich, ja, das kann doch nicht sein, dass da nicht aggressiv gearbeitet wird. Aber das ist ja das, was ich sage. Im Grunde genommen können wir ein Brennglas drauflegen auf meine Worte und landen bei der, ich weiß nicht, 42. Minute Ito, der ohne Probleme durch die Abwehr geht und das 3-0 macht. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber da musst du doch vorher als Trainer sehen, dass der mit denen nicht klarkommt. Der Brunner hat da seine Maske aufgehabt, der guckt ja da hinten, vielleicht hat er gar nicht gesehen, wie der denn im Rücken reinläuft oder was weiß ich. Aber ich muss doch sehen, Bodo, ich muss doch ein Spiel lesen können. Ich muss doch als Trainer sagen, pass mal auf, das ist der gefährlichste Mann. Wenn ich den jetzt hier nicht verhafte und den anderen auf der linken Seite nicht verhafte, dann brennt der Baum bei uns. Also muss ich doch aggressiv da hingehen und sagen, komm mal her.
Blendi, komm her. Du stellst dich hier bei dem hin. Und keine 5 cm weg. Du machst nichts fürs Spiel. Ja, sicher hast du vollkommen recht. Das ist es. Also, es war wirklich. Ich reg mich schon wieder Wahnsinn, auf. Wahnsinn. Also, meine Güte. Was da wollte mich diesmal nicht aufregen, Bruder. Und im Grunde genommen war ja. Im Grunde genommen war ja das Spiel, so wie ich es wahrgenommen habe, mit dem Elfmeter, mit dem 2-0, schon für uns vorbei, weil man hat keinen Ansatz gesehen, dass wir in der Lage wären, irgendwas zu machen, was zum besseren Ergebnis beiträgt. Also du, Bolo, wenn du da oben gesessen hast auf der Tribüne und du hast das Spiel gesehen, das war ja nicht nur der Elfmeter, das war ja vorher, die sind... Klar. Weggelaufen von den Gegnern. Ja. Die sind nicht hingelaufen, die sind weggelaufen. Also wenn sie sagen, komm, mach du das. Ja. Nicht aggressiv, gar nichts. Also dann frage ich mich nur, wenn ich eine Mannschaftsbesprechung mache, da sage ich, Jungs, hört mal zu, wenn ihr hier nicht Gas gibt und hier nicht tritt und beißt und kratzt, dann werden wir hier nichts holen. Die sind immer alle mitgelaufen, schön mitgelaufen und die haben ein paar richtig gute Kicker da gehabt. Und das hätte in der Halbzeit auch noch höher sein können, wenn der Müller den einen oder anderen nicht noch gehalten hätte. Das muss man auch mal sagen. Ja. Ja? Und ob du jetzt in der zweiten Halbzeit da 2-3 Chancen hattest, haben die doch 5 Gänge zurückgeschaltet. Die sind zweimal nach vorne gekommen, da haben die auch wieder 2-3 Riesenchancen gehabt. Haben die auch nicht gemacht, die Magdeburger. Aber so kannst du doch nicht auswärts spielen. Also ich bitte dich, also wenn ich so auswärts spiele, egal mit welcher Mannschaft, da kriegst du immer den Arsch voll, wenn du nicht aggressiv bist. Du ergibst dich schon nach einer Minute. Du bist kaum auf dem Platz und schon verlierst du das Spiel. Vor 3-4 Wochen haben wir schon gesagt, hoffentlich erkennen die Jungs da unten auf dem Platz die Situation und sehen die Zeichen der Zeit. Und jetzt sind wir immer noch da, wo wir sagen, haben die es nicht begriffen? Haben die es nicht begriffen, also, dass wir jetzt mit also nach Pauli... Also nach der Aussage von Seguin glaube ich, dass sie das nicht begriffen haben. Weil ich habe das Interview gesehen, habe ich gesagt, was labert der denn da? Wir wissen nicht, wir unterhalten uns nicht, es gibt keine Reibungen in der Mannschaft und. Ja, sag mal, wenn es keine Reibungen gibt, dann brauche ich doch nicht mehr spielen. Dann wird keiner wach, dann ist das Problem. Ja? Entweder bin ich als Trainer so stark und schlage auf den Tisch und sage, Jungs, pass mal auf, so geht's nicht. Ich weiß nicht, was der Gerrits macht, keine Ahnung. Ja? Aber eins sage ich dir, so funktioniert das nicht. So funktioniert nicht, so kannst du dich nicht präsentieren. Und dann wirst du auch noch einige andere Spiele verlieren. Auch gegen Spiele, wo die du eigentlich gewinnen musst. Wir haben noch 11 Spiele, Bodo. Und ich habe am Vortag... gedacht, Braunschweig-Ergebnis, Kaiserslautern-Ergebnis, dann am selben Tag Wien-Wiesbaden-Ergebnis, alles spielt für uns. Aber keine Leidenschaft und kein Plan. Ende, und am Ende dann habe ich gesagt, kein Saft und kraftlos. Ja. So haben wir gespielt. Echt. Ja. Da habe ich gedacht, hier dieser, wie heißt er hier, Francesco, habe ich gestern Abend im Internet, weil ich wollte jetzt auch mal andere Stimmen hören, dieser Francesco, der Schalker, der Junge, der hat alles richtig gesagt. Der hat gesagt, ich bin auch nur ein kleiner Trainer, aber so funktioniert das nicht. Ohne Herz, ohne Willen wirst du kein Spiel gewinnen. Und der trainiert nur irgendwie Jugendmannschaften. Aber der hat vollkommen recht gehabt. Im Grunde genommen ist es am Ende egal, ob es eine Jugendmannschaft ist, die trainiert wird, oder ob es eine Profimannschaft ist, die trainiert wird. Es sind alles Menschen. Ja. Und die müssen funktionieren innerhalb einer Mannschaft, innerhalb einer Gruppe. Und da muss... eine Hierarchie her und da muss einer sagen, wo es lang geht, auch auf dem Platz und muss die Jungs, die vielleicht mal ein bisschen verunsichert sind, mitnehmen und muss sagen, ich trete euch in den Arsch, ab geht die Post. Du hast vollkommen recht, Bodo. Aber man muss dazu sagen, in dem Interview oder was ich gehört habe, jetzt zwischendurch, mittlerweile ist man ja ein bisschen besser informiert, ist es so, dass die Mannschaft gesagt hat zum Trainer, Trainer, wir würden gerne lieber 4-4-2 spielen. Und Gerrits hat gesagt, nein, wir spielen Fünferkette hin. Das war jetzt, bis jetzt habe ich das gehört. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gut, Gerrits hat sich jetzt durchgesetzt. Aber dann muss ich aber auch sehen, wenn Fehler gemacht werden, die ich so schnell wie möglich bereinigen kann,
weil sonst werde ich das Spiel nicht gewinnen, auch mit seiner Dreierkette nicht. Ja? Ja, aber okay, der spielt gar nicht, einer der schnellsten Leute, egal wie auch immer, den hätte ich trotzdem ins Mittelfeld noch reingepackt, weil das ist einer, der beißt wenigstens. Ja? Aber Abi, unabhängig vom System, unabhängig von Viererkette, Dreierkette, Fünfer, wie auch immer, Raute, es geht doch um den einzelnen Spieler auch, der sich innerhalb einer Mannschaft einbringt. Und da habe ich, ja, tut mir leid, aber da sehe ich große Defizite. Ja, deswegen sage ich ja, man weiß ja nicht, was mit Drexler da ist, da spielt schlecht im Training. Aber das ist auch ein abgewichster Kerl. Da muss ich doch fragen, hallo Junge, komm, dann packe ich mir den mal und sag mal, ich bin mit deinen Leistungen im Training nicht zufrieden. Hör mal, du musst schon ein bisschen mehr machen. Ich glaube, dass der doch so vernünftig vom Kopf her ist, dass er sagt, ja, okay, Trainer, ich zau ein bisschen mehr rein, ich möchte auch spielen. Aber da muss ja was anderes sein, dass der sich mit dem nicht versteht, dass der den noch niemals mitnimmt. Das ist doch ein erfahrener Bundesligaspieler. Ja, ja, ja. Du kannst doch nicht sagen, weil er schlechte Leistungen jetzt hier im Training bringt. Ich habe auch schon mal schlecht im Training, weil warum? Du hast mal Ärger gehabt zu Hause oder so, dann bist du mit dem Kopf ganz woanders. Du hast doch selber gespielt, Bodo. Dann kommt man da zum Training hin, hat ganz andere Gedanken im Kopf. Wenn der Ivica Howard früher zu mir gesagt hätte, hör mal, du spielst schlecht im Training oder du machst Scheiße, du spielst am Samstag nicht, dann wäre er aber zu mir hingekommen und hätte gesagt, Junge, was ist los mit dir? Und ja, in der Situation, Bodo, in der Situation kann ein Gerrit sich nicht erlauben, einen erfahrenen Spieler nicht mitzunehmen. Ja, aber jetzt, müssen wir auch sehen, Abi, natürlich, wenn es so ist, hast du recht, aber wir sind zu weit weg. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, wie... Na, Bodo, wir sind nicht weit weg. Weißt du was? Ja. Wir waren über 80 Meter vom ja, Platz entfernt. Ja, aber, also wenn ich doch aber, was Abi, sehe, aber, Abi, dann Abi, muss der das doch aussehen. Aber, da sitzt Wirmuth, nein. Da sitzt ein Büskens, da sitzt der Co-Trainer vom Gerrit. Und wer sitzt da noch? Kreuzer. Den Kreuzer auch, der guckt ja dann immer auf seinen Kasten. Aber wenn der schon auf den Kasten guckt, aber ich meine, dann sage ich doch mal nach Trainer. Aber ich spreche jetzt nicht Trainer, von, hallo. Ich spreche guck von mal, der Woche. Brunner, der kommt da überhaupt nicht mit zurecht. Ich spreche also von der Woche. Ich spreche davon, was passiert unter der Woche, dass ein Drexler nicht berücksichtigt wird. Ja, der hat ja gesagt, schlechte Trainingsleistung, hat er gesagt. Ja. Aber wenn er doch, Bodo, ich war doch selber Trainer. Also, ich will nicht mal sagen, dass ich selber Trainer war. Aber wenn ich doch sehe, dass einer nicht vernünftig trainiert, dann bin ich hin, hab mir den geschnappt, was ist los mit dir? Was mit deiner Frau war, mit den Kindern, mit der Oma, mit dem Opa, ist irgendwas los mit dir? Ja. So, hör zu, du bist einer hier der ältesten Spieler und wir brauchen dich. Was ist los? Komm, gib ein bisschen Gas, dass du hier wieder reinkommst. Ja, aber nicht mitzunehmen, Bodo, das ist schon irgendwie, das ja, hat schon irgendwie ja, was anderes zu tun. Ja, entweder eine Sympathie und Antipathie ja, gegen den, was weiß ich, vielleicht hat er sich mit dem Gerrit mal gehabt. Ja, aber darum kann es ja nicht gehen. Da muss man ja, es geht hier um Schalke 04, es geht um den Erfolg der Truppe und da können solche Empfindlichkeiten ja, aber dann gehe ich doch mal, also Bodo, dann gehe ich doch mal als Manager wie Wirmuth. Der hat ja hier auch was zu machen. Ja? Der ist ja nicht nur, dass er da jetzt hier ein bisschen rumsteht und sagt, ja, wir haben noch 3 Punkte bis zum Abstieg, wir haben aber 4. Ja? Also das sieht dann auch ein bisschen blöde aus, wenn er sowas sagt. Also kümmert er sich doch gar nicht so richtig. Aber der muss doch als Manager hergehen und sagen, hör mal, was ist da los? Wir brauchen hier jeden Mann. Jeden Mann brauchen wir. Was ist mit dem? Erklär mir das mal. Das ist ja auch ein Belgier, die können sich belgisch unterhalten und dann ist doch gut. Von mir aus braucht doch keiner von den Spielern was mitkriegen. Aber die müssen sich doch mal unterhalten, was ist denn da los? Also ich bitte dich, ich will jetzt nicht sagen, dass der Drexler hier, dass der jetzt uns sofort zu einer Serie bringt. Ist klar. Nein, das ist die Hoffnung, so, die aus seinen Worten spricht und da muss man sicherlich alles tun. Marc Wilmots wird sicherlich auch mit Gerrit darüber reden. Also ich... lass uns noch mal zurück zum Spiel kommen und über die Elfmetersituation reden.
Ja, also, weil der Elfmeter war sicherlich eine zweifelhafte Sache. Den kannst du geben, den musst du nicht geben. Aber du weißt, Stadion ist voll, Schiedsrichter geht da hin und sieht, wie der den mit der Hand ein bisschen drückt. Ja. Kannst du geben, hat ihn gegeben, brauchst du gar nicht drüber diskutieren. Und die Hand war auch da. War da gewesen ein bisschen. Aber darum geht es ja gar nicht. Nein, aber mit diesem Elfmeter und mit diesem Tor war für mich schon das Spiel gelaufen, ehrlich gesagt. Dann kam kurz vor der Halbzeit dieses 3-0 von Ito, über das wir eben gesprochen haben. Und die Hoffnung, da noch was zu drehen, ehrlich gesagt, auch bei 4 Auswechslungen und Neueinwechslungen. Aber wenn man dann diese Vielzahl von Chancen noch rausarbeitet, wir müssen ganz klipp und klar sagen, wir haben das Spiel verdientermaßen verloren. Ja, auf jeden Fall. Also Magdeburg war klar besser, das muss man einfach sagen. Aber wie gesagt, das ist ja, Bodo, ist trotzdem bin ich immer noch der Meinung, man muss, wenn ich als Trainer da stehe und ich sehe, dass der eine oder andere mit einem Spieler nicht klarkommt. Ich bin nicht der Meinung wie Wilmuts. Tut mir leid. Ja, kann man in der Halbzeit wechseln? Nein. Ich glaube nicht, dass der als Trainer immer so lange gewartet hat bis zur Halbzeit. Denn bis zur Halbzeit warten, dann hast du ja 3-0 bis in den Rückstand. Was willst du denn dann noch aufholen? Also ich muss doch schneller reagieren, als ich gedacht habe wahrscheinlich. Und wenn ich doch sehe, dass der gegen den nicht klarkommt oder der eine muss verhaftet werden, dann muss ich doch sofort zugreifen. Also ich weiß, wenn mir einer pausenlos im Rücken stand, egal wer das war, da früher gab es den Hansi Dörre in Essen, so ein kleiner Zwerg, der konnte eigentlich gar nichts, aber der ist mir hinterhergelaufen. Ich habe mich bewegt, der stand immer neben mir. Boah, das ging mir so auf die Nerven, dass ich gesagt habe, und was habe ich gemacht? Hab scheiße gespielt. Ich habe mir viel zu viel Gedanken gemacht über den Zwerg, der mir neben mir stand. Und dann hat mir gesagt, meine, der geht mir auf die Eier, hier auf Deutsch gesagt, hau doch mal ab. Nee, ja, das ist doch das. Und deswegen sage ich, musst du wechseln. Du musst sofort sagen, bleib dran. Ja. Und das ist auch im Mittelfeld. Wenn du einen hast, im Mittelfeld, du weißt doch selber, Bodo, wirst du auf einmal nicht angespielt, weil du neben denen stehst. Da sagen doch die Mitspieler auch, nee, da spiele ich nicht hin. Könnte ein Fehlpass werden. Also, du nimmst den aus dem Spiel. Und das war für mich, ja, und ich weiß gar nicht, spielt der in der türkischen Nationalmannschaft? Spielt der da? Weiß ich gar nicht. Weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist doch ein geiler Fußballer gewesen. Also, ist ein geiler Fußballer. Ja, und wenn ich den seine Kommentare so höre, so morgen, ja, ich bin vorm Spiel, gehe ich noch unter der kalten Dusche und was nicht alle. Dann frage ich mich noch immer, was ist das denn für ein Typ? Also da musst du den doch packen. Ja. Das ist doch einer, der vom Kopf her, ja, sag ich dir, viele Gedanken macht. Und deswegen musst du einen hinstellen. Abi, wir müssen jetzt ja auch unsere Blicke nach vorne richten. Die Frage stellen, wie kann man diese Geschichte in den Griff kriegen? Weil der Zug fährt sonst ohne uns ab. Ich muss es hier an der Stelle noch mal sagen. Wir haben 11 Spiele noch zu spielen und wenn das so weitergeht, Ja, aber man diskutiert ja, sollen wir gerne wegtun, sollen wir irgendeinen holen, einen Fischer, einen was weiß ich da von ein Abi. Alles. Auf jeden Fall würden sie mit mir Spaß haben, das sage ich dir jetzt schon. Auf jeden Fall glaube ich schon, dass man einiges verändern kann. Aber ich will um Gerrits gar nicht. Ich würde mich doch freuen, wenn er es schaffen würde. Ja, klar. Ich würde mich da freuen. Nur, was mich stört eins. Wenn er es nicht sieht, ja, vielleicht sieht er das ein oder andere nicht, weil er so angespannt ist, dann frage ich mich nur, was machen die anderen alle auf der Bank? Da gehe ich doch mal hin und sage, Trainer, nur sagen, Trainer, vielleicht wäre besser, wenn wir da mal wechseln würden. Da sitzen die alle so und wenn die Kamera kommt, alle kommen runter und machen ein böses Gesicht. Da ist nicht einer, der mal guckt und sagt, Mensch, hör mal, was ist denn da los? Ja, wir müssen dem Trainer helfen. Und das ist das, was regt mich auf. Ja, aber Andi, ich komme noch mal zurück. Das Geschehen spielt sich auf dem Platz ab. Und für mich ist
die Mannschaft, die Leistung der Mannschaft, es geht ja nicht nur um einen einzigen. Es geht ja nicht nur um einen einzigen in der Situation, die du eben beschrieben hast. Nee, es ging um zwei. Ja, es ging um zwei Leute. Es geht im Gesamten um die Mannschaft, die diese Tugenden vermissen lässt für mich. Ja, aber die Tugenden sind doch die, Bodo, wenn du dreimal hinten spielst und du kommst pausenlos über außen durch, wie willst du denn, wir haben doch, guck mal, was da durchgekommen ist, pausenlos. Ja. Und wir reden seit Monaten, wo ich gesagt habe, wenn ihr Dreierkette spielt, müsst ihr die Außen zukriegen. Das heißt, wenn ich doch sowieso jetzt einen Verteidiger habe, der nach vorne nichts macht, dann muss er aber mindestens hinten geil stehen, dass da nichts brennt. So, dann sind wir jetzt, da sind wir jetzt wieder bei der Mannschaft und müssen uns die Frage stellen, ist es die Qualität? Ist es, was spielt sich auf dem Platz ab? Wir kriegen es nicht in den Griff. Warum? Ja, sind die Köpfe also, zu? Sind die Köpfe vernagelt? Ist es wahrscheinlich so, wie der Paul das gesagt hat, die reden miteinander nicht. Das ist, für mich ist das, weißt du, wenn du eine Mannschaft hast, Bodo, dir muss ich das doch nicht sagen. Du bist doch 1000 Jahre unterwegs gewesen, in Frankreich und da und überall. Du hast für Schalke alles gemacht, du hast tausende von Spielen gesehen. Aber ich muss doch mal als Mannschaft, wenn ich keinen Klumpen habe, dann verliere ich. Ja. Wenn da schon drei, ja, dann das kann doch nicht sein, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, einer, der Terodde haut immer auf den Boden, schreit in die Kabine mal ein, zwei Mal, wenn sie ihn filmen, dann schreit er. Aber da muss doch mal einer hergehen. Wie kann ich den Kaminski die Kapitänsbinde geben, der da Maul nicht aufmacht? Dann nehme ich doch irgendeinen, ja, der, und zum Beispiel einen Drexler, den gebe ich die Binde und sage, komm, Junge, aber so ein Kaminski, der sagt doch kein Wort, der ist doch stumm. So. Ja, es gibt zu denken. Bin ich fertig. Es gibt zu denken und uns, glaube ich, eint eins, nämlich, dass wir uns Sorgen machen um den Club, dass wir die Situation erkennen und dass wir den Zeigefinger heben, mehr können wir nicht tun. Ja, aber und Bodo, fahren und das sagen, ist so das, frag mal, wenn René, wie lange erzähle ich das jetzt schon? Tja, wie lange erzähle ich? Eigentlich schon fast Start der Saison. So, also weil ich gesagt habe, ihr müsst unten rauskommen. Kein Mensch, jetzt hast du noch 11 Spiele. Pauli, Paderborn, Hertha. So, das sind immer drei Knaller. Zwei davon zu Hause. So, also da muss ich schon mal gucken. Ja, aber jetzt lass uns. Dann hast du Hannover noch. Ja, Moment. Ja, aber Bodo, das sind nur noch 11 Spiele. So, jetzt lass uns trotzdem mal ein bisschen Hoffnung reinbringen und sagen, möglicherweise sind nicht die Tabellennachbarn diejenigen, die leicht sind, sondern möglicherweise sind genau diese Spiele jetzt diejenigen, wo ich als Spieler auf den Platz gehe und sage, ich habe nichts zu verlieren. Jetzt hier gegen diese Gegner werden wir mal zeigen, was Sache ist. Ja, aber ich habe auch gesagt, wenn wir in Magdeburg was holen, dann werden wir hier gegen St. Pauli gewinnen. Das habe ich vorausgesagt. Ich glaube jetzt, weißt du, das Problem liegt ja nicht nur an den Spielern. Das Problem liegt ja auch langsam an denen da. Ja? Die Ultras, die Schalker, egal wer auch immer, ganze Stadion, wir reden nicht nur von den Ultras jetzt. Die marschieren da überall hin und machen ja auch viel Theater. Aber wenn die mal stumm sind, ja, und das Stadion stumm ist, dann erschreckt sich hier keiner mehr. Das war ja unsere große Macht hier immer, dass wir hingekommen sind, dass die alle gesagt haben, boah, in dem Stadion, da geht er aber ab. Und mittlerweile musst du aufpassen, dass die Leute nicht sauer werden, dass die Leute nicht mehr unsere Mannschaft anfeuern, weil sie sagen, wir sind damit nicht mehr einverstanden, was ihr hier macht. Ja. Verstehst du? Und das ist doch das, wo ich die ganze verständlicherweise, Zeit... Verständlicherweise, oder? Natürlich verständlicherweise. Also. Wenn du da gesehen hast, in Magdeburg, da hat keiner mehr. Also in der Kurve hast du nichts mehr gehört. Ja, die Geschichte jetzt auch noch schön zu reden, geht nicht. Ne? Man muss jetzt die Realitäten sehen und muss jetzt gucken. Boah. Ja, die fahren morgens um 6 Uhr los mit dem Zug nach Magdeburg und mit Verspätung. Wir haben das ja alle mitgekriegt.
Weil der Jürgen Göbel, seine Tochter, die fährt ja auch immer mit. Und die haben pausenlos dann miteinander telefoniert nach, ja, wir stehen jetzt hier, wir kommen nicht weiter. Und. Die nehmen doch einen Riesenaufwand. Ja? Die haben doch einen Riesenaufwand. Da muss ich doch mal als Mannschaft auch sagen, Jungs, wir müssen uns zusammensetzen. Egal, ob jetzt einer hier bleibt oder nicht hier bleibt. Ja? Und dann Hand hoch und sagen, komm, jetzt mal alle zusammen, sonst kriegen wir hier richtig Schwierigkeiten. Aber das nach dem Interview vom Seguin habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das, was Klaus ja vorher auch immer gesagt hat, die müssen miteinander reden, habe ich das Gefühl gehabt, als wenn die gar nicht miteinander reden, gar nicht. Dann wird es Zeit. Und dann wird es schlimm, Bodo. Dann wird es schlimm. Entweder muss ich als Trainer hingehen, oder ich muss als Manager hingehen, oder ich muss als Büskens hingehen, oder Asamor, oder wer auch immer da unten, was mit der Mannschaft zu tun hat, zu sagen, Jungs, ihr müsst euch zusammensetzen. Ihr müsst euch mal mit euch Klartext reden, wer was zu machen hat und wer Gas gibt. Es ist doch nicht so, Bodo, stell dir mal vor, die Spieler, die hier sind, ausgeliehen. Ja, meinst du, vielleicht die sind da noch gefragt, wenn die mal hier absteigen sollten? Also ich bin vom Grundsatz her ja sowieso der Meinung, dass die Spieler besser sind als das, was wir sehen. Und deswegen ist das vielleicht jetzt ein Mittel, mal zu sagen, Jungs, rauft euch zusammen. Weil es geht im Mannschaftssport nur im Team, es geht nur gemeinsam, ja. Es geht nicht über einen Einzelnen, der ein Spiel gewinnt. Aber du hast, Bodo, das ist doch das, was ich gerade gesagt habe. Wir fahren auch 6 Stunden. Traditionsmannschaft, klar, ist jetzt Traditionsmannschaft, ist ja nichts. Aber ich fahre 6 Stunden. Ich will in Magdeburg gewinnen. So, und wenn ich mich da hinstelle als Trainer und da sind jetzt altgestandene Jungs drin, dann sage ich immer, wir sind hier nicht umsonst hingefahren. Wir wollen schon gewinnen. So, und das ist immer, ich will immer gewinnen, egal wo ich hinfahre. Und das muss doch in einer Mannschaft wie bei uns doch mal langsam auch mal reinkommen, dass ich sage, hör mal, hier in Magdeburg lassen wir uns den Arsch nicht vollhauen. Ja, da muss doch aggressiv in der Mannschaft gesprochen werden. Zumal man ja auch vom Hinspiel wissen konnte und wissen musste, der super Truppe ist. Dass es geht, jo. Dass man so eine Truppe auch dann noch schlägt. Ja, natürlich. Also. Ja, was macht Hoffnung? Auch nicht die Gegner, weil die nächsten 2 Spieltage sind tatsächlich entscheidend. Ne? Weil Kaiserslautern spielt, jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, gegen Rostock, in Rostock. Ja. Nürnberg spielt gegen Braunschweig und danach wieder Partien, die gegeneinander spielen. Kaiserslautern gegen Osnabrück. Und Braunschweig gegen Hansa. Aber René, ich halte gegen. Ich bin der Meinung, was ich eben schon mal gesagt habe, jetzt kommen die Gegner. Da entscheidet sich dann auch der Charakter, was da unten im Heimspiel vor Freitagabend, 60.000 Zuschauern, hier im Stadion geht. Da ist unsere Mannschaft für verantwortlich oder hauptsächlich sogar für verantwortlich. Ja, sind nicht nur die Mannschaft, sondern alle. Alle, die hier im Verein was zu sagen haben, ja, aber mit Mannschaft meine ich, ne? Müssen mal langsam Klartext reden. Nicht nur immer, ja, wir verstecken und danach erzählen. Sondern da muss ein Wilmutz, der muss auch mal richtig hin und auf den Tisch schlagen. So wie der Oskar früher bei uns auf den Tisch gehauen hat, wenn er nicht gelaufen ist. So, und da kannst du mir doch erzählen, was er will, wenn das nicht passiert. Vielleicht macht er es ja. Aber ich glaube, wir schon, wissen es ja nicht. So wie ich ihn kenne, glaube ich schon, dass er macht. Vielleicht noch mal ein Hinweis auf Freitag. Ich habe mitgekriegt, dass am Freitag die öffentlichen Verkehrsmittel im Streik stehen. Wenn wir hier die Bude voll haben wollen, ein Appell an alle, bitte rechtzeitig anreisen, denn die Straßen werden voll sein. Jeder wird mit dem Pkw kommen, denke ich, der bis jetzt mit der Straßenbahn kam und mit dem Zug. Aus dem Grunde Freitagmittag schon auf die Socken machen. Ja. Kann man in Gelsenkirchen noch ein bisschen was erleben. Genau. Ja, genau. Und hoffen wir mal jetzt diese Woche, dass sie vernünftig trainieren, vernünftig sich mal vielleicht wirklich mal zusammensetzen und sagen, wir müssen die beiden Spiele hier gewinnen. Ja.
Wir müssen diese beiden Heimspiele gewinnen, egal wie. Ist mir scheißegal, habe ich schon mal gesagt. Wenn du wieder nur ein 1-0 gewinnst. Egal. Ja, du musst gewinnen, egal wie. Und das muss man in den Köpfen der Spieler reinklopfen. Richtig reinklopfen und sagen, wir müssen hier gewinnen. Wer zieht mit? Hand hoch. Und wer nicht, kann da vorne seine Papiere holen. Feierabend. Ja, so ist es. Lassen wir so stehen und beschließen den Legenden-Talk heute. Danke für eure Zeit. Ja, danke, René. War heute ein bisschen hektisch. Ja, mein Freund Bodo hat den Klaus Toll heute wieder mal der Situation, ja. vertreten. Wirklich, Bodo. Geschuldet, ne? Nein, also, alles klar. In dem Sinne, Glück auf. Glück auf. Glück auf.